Geiselnahme vor der Tür! Geiselnahme vor der Tür! Na, meine Frau ist endlich wieder da. Schatz, ich habe alles versucht hier unten. Buchte den mal richtig schön lang ein, die Drecksau. Wie kann ich das aufhören? Ich komme nicht raus. Ich glaube, du steckst fest. Ich soll sterben heute Nacht, ja? Ihr wollt mich opfern. Nein. Wenn du so blöd bist und ihr deinen Fallschirm gibst. Weil ich sie liebe. Oh, recht hat er recht. Man muss Prioritäten setzen, ne, Theo? Verdammte Kacke. Auch in Holland setzt man Prioritäten. Oh, verdammt, wie fährt der denn? Aber gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, jetzt noch auf die Schnelle ein, auf die Schnelle noch eine Fischfrikadelle oder was? Nein, so funktioniert ja, das. Ja, wir müssen... Oi! Oi, oi, oi. War noch nix. Weiter geht's. Kann uns keiner eins fliegen kommen bringen. Ich hoffe, ihr habt mich eingekackt. Vielleicht auch ein bisschen eingepinkelt. Ich springe ohne. Sicher. Aber Theo wird später riechen. Ja, gut. Bisschen Pipi ist ja nicht Ey! So Ey! Verdammte Kacke. Ja, was ist denn los bei euch? Ihr wollt von dem größten Berg hier in der Stadt springen und kriegt jetzt schon weiche Knie, oder was? Wir fahren zu meiner Opferung. Also du nimmst das mit dem Geländewagen aber auch echt ja, sehr wenn dann, wenn schon, denn schon, ne? Dafür haben wir die Karre. Du presst alle draus, wie aus einer Orange, ey. Ja, sicher. Dafür hat man die Karre doch. Das sag ich mir auch immer. In jeder Beziehung. Aber man soll nicht immer so feste würgen. Das stimmt. Okay, wir machen es so. Theo kriegt den Fallschirm wieder zurück. Ich meine, war ja meine Dummheit. Und dann, Und dann bringst du dich mit dem Geländewagen auf den Rückweg vom Berg um. Wahrscheinlich, ja. Diskutiert doch nicht. Ein guter Plan ist alles, finde ich. Wir kommen eh nicht oben an, so wie der fährt. Seh gleich vorbei. Wir sind doch gleich da. Seh gleich rum. Ich weiß ja zu 1000%, dass ich einen Fallschirm gekauft habe. Jetzt ist zu spät, jetzt springen wir so. So sieht das aus. Hat keiner einen Helikopter? Nee. Nur Norbert. Nur ein Flugzeug habe ich. Ich weiß eh nicht, wie man das benutzt. Ich geb dir deinen Fallschirm jetzt. Und du? Was springst denn du? Ja, ich spring gar nicht. Wir müssen uns aneinander binden, mit Kabelbinder. Das ist die härteste Aufgabe, der wir je ausgesetzt waren. Wir müssen alle vier überleben. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt, du machst alles, ich muss nur fliegen und lächeln dabei, ja? Ja. Yeah. Also wenn wir das schaffen, Schatz, das hat noch nie jemand gemacht in dieser verdammte ganze Welt hier. Verdammt, das ist ein Strommast mit 240 Volt. Okay, Schatz, du tickst nicht richtig. Wo sind die anderen? Hogan und Becky? Ich weiß es nicht dahinter. Mir strahlt das Licht ins Gesicht wie in so einem verdammten Film. Binde dich jetzt an Becky dran. Du springst auch so. Nee. Nein. Was nee? Becky. Nee, dann binde mich an dich. Bitte. Okay, pass auf. Ich denke mal, das wird funktionieren. Hogan, bind dich ran. Ja, wir warten nur auf dich. Scheiße, hat einer was zu essen? Becky, ich komm hab mal nur her. Gras. Jetzt. Becky, was für her. Gras, Junge, die tickt doch nicht sauber, jetzt fängt die an. Ey! Bitte schau, reingehauen. Kann oh, man den hat sie so nicht geschafft. Oh, guck mal, wie sie runterkullert. Ja, guck mal, wie die kullert. Natürlich ah. nicht. Ey, aber schönen Abgang hat sie gemacht, oder? Respekt. Na gut. Okay, gut. Schönen Abgang. Dran, richtig, oder? Warte noch, ich will sehen, wie die kullert. Guck sie dir an, die Becky. Ja, ey, guck mal, wie die kullert. Doch, ich sehe die kullert noch. Ey, die kullert immer noch. Warum durchsuchst du mich? Die kullert immer noch. Bisschen Cola haben. Hallo, hallo. Das ist Wein trinken und essen. Ey, die liegt hier unten. Die liegt wieder hier unten. Ey! Ja. Die liegt wieder hier unten. Egal, komm, dann machen wir es jetzt. Hulk, du springst. Hulk, wir springen vor dich. Ave Maria. Hulk, ich liebe dich. Wir schaffen's. Neuer Rekordbrecher Nummer 1. Dortmund für alle. Ja! Wir schaffen's. Das hätte ich nie gedacht, dass das ausgeht. Du bist in meinen Händen. Lissi, oh, pass auf! Aufpassen! Hä? Was? Was hast du? Jetzt gegen den Baum, ich bin so müde. Tessi, mach keinen Scheiß, mach kein Kackjes. Tessi, keine Kacke machen jetzt. Ja.
Hey! Yeah. Oh, schön, schön, schön. Tessi, langsam jetzt. Tessi. Schön langsam runter, Tessi. Hey! Ja! Wir haben's! Ja! My friend! Yes, wir haben's geschafft! Yeah! Ey, ey, das kann nicht sein, das hat geklappt. Oh, ich kann das nicht glauben. Das hat wirklich geklappt. Jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr das gewusst? Nee, ich wusste das nicht. Das hat noch nie einer gemacht. Ich wusste das nicht. Ey, das, und weißt du, was das für ein Gefühl war, Tessi? Was denn? Ja. Also, wie bestimmt unbeschreiblich, unter mir zu hängen. Wie in der Gebärmutter drin. In der Mutter damals. Bei der Mutter damals, hallo, meine Mutter. Ja, klar. Habt ihr schon mal ein Hai hier getroffen oder ein Blauwal? Nein. Wer zuerst im Wasser ist? Ich kann nicht schwimmen, Theo. Schatz, ich kann nicht schwimmen. Bam! Wieso kannst du... Oh. Wieso kannst du nicht schwimmen? Wieso kannst du nicht schwimmen? Ich hab's nie gelernt. Tickst du noch ganz richtig? Komm, Papa bringt dir bei. Komm, okay. Einen Schritt nach den anderen gehen und dann wie ein Frosch. Ich sauf ab. Du kannst es doch. Wenn man hinter dir schwimmt und dir in den Arsch tritt, kannst du. Siehst du? Wie taucht man denn runter? Ei! Ich bin unten! Oh, wieder hoch. Schnell hoch. Hä? In die Blumen! Ich hänge in die Blumen drin! Hier! Bruder. Er ist selber abgesoffen! Du bist selber abgesoffen, Junge! Wie komme ich wieder hoch? Chat, wie komme ich wieder hoch? Chat! Chat, Hilfe, wie komme ich wieder hoch? Scheiße, nein! Please don't! Scheiße. Danke! So komme ich also wieder hoch. Hey! Verdammte Kacke. Was mache ich denn jetzt? Hallo? Oh ja. Ja, das hat. So war ich im Krankenhaus und dann bin ich auf einmal wieder gestorben. Wir machen das einmal anders, warte kurz. R2R Gaming, vielen Dank für 20 Euro. Ey! Bitte, für 20 Euro. Nee, warte, wir machen das einmal anders. Was ist denn das für Methoden? Warte doch. Bist du aus dem Kalten Krieg oder was? Einfach geil. Okay, ich bin wieder hier. Ich habe immer noch verdammt normal dieses Polo an. Okay, kannst losfahren. Hallo? Ja, ich bin da. Hast du mich nicht erkannt an der Rosemar? Wer sind Sie? Na, dein Date vom Tinder. Ich hab hier gewartet. Ja, mein Tinder-Date. Okay, los geht's. Fahren wir zu dir? Oh, ja. Sekunde, stopp. Du bist jetzt mein Date. Hey! Wo geht's als erstes hin? Hilfe! Das ist mein Date. Hilfe! Tessi, hol die Waffe raus, ich wurde entführt. Fahr rechts. Hier Waffe raus, hä? Bruder. Hier im Krankenhaus, ich bin entführt worden. Ich bin entführt, ich komm nicht raus. Das Auto ist zu. Das der hat mich entführt, der Typ. Wer ist denn das? Dankeschön. Der hat mich entführt, geht raus hier. Mach den kalt. Abflug. Mit Luxury Cars. Ja gut, dann hat er ja mehrere Cars. Pass auf, ist doch ganz einfach. Hat er mehrere Cars. Mach das Auto auf. Du hast doch genug, dann lass uns doch das. Du willst mein Auto klauen. Nee. Verpfeife ich dich auch nicht für deine Entführung. Mach auf. Die Alges von Alges sind da jetzt, Junge. Mach die Tür auf. Mach auf. Ich kann euch irgendwo hinfahren, aber das Auto gebe ich euch nicht. Wird nicht diskutiert. Wir sind die von Alges. Kennst du uns nicht? Siehst du uns das nicht an? Die Narben im Gesicht. Wir haben viel gesehen, viel erlebt. Leg dich nicht mit uns an. Ich fand deine Musik immer gut damals. Wie bitte? Was mit der Musik? Jimmy Pop von der Bloodhound Gang. Du bist es doch, der Sänger. Ja, nee. Hab ich geliebt, Junge. Der Ruf ist schon fire. Der Ruf. Our roof is on fire. We don't need no money. Let the motherfucker burns. Burns, burn, motherfucker. Burn. Oi, was ist das? Ja, der kann einen fliegen lassen, der Onkel Kalle.
Und wie kommen wir rein? Einfach. Oh, verdammt! Muss ich mich schnallen? Moment! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Team Matthias. Ich bin der Captain. Auf dem Flug. Becky! Ja, Moment! Becky! Ich fliege mal in Dortmund aus. Das geht nie gut! So, jetzt bin ich. Unsere Flugzeit beträgt ungefähr 2 Stunden. Abflug, Leute. Hallo, du Flugzeit, 2 Stunden. Ich fühle mich irgendwie nicht sicher. Ich glaube, der Co-Schlagzeuger. Halt's Maul! Guck mal, wo ich bin, Frau! Ja, ehrlich! Ja, wir können ja schon. Verdammte Scheiße! Das geht schief. Flieg mal! Das geht nicht schief. Kannst du nicht auf eine Insel fliegen oder irgendwas, was ich noch nie gesehen habe? Ja, können wir machen. Ich sag dir mal nicht. Ja. Hey! In Oslo, du ein verdammtes Schwein! Okay. Jetzt erklär mir mal, war das ein Bug? Nee, er hat ein Looping gemacht. Nein, einfach um die Kurve geflogen. Los und ein bisschen dann rechts. Dann ist das klar, dass hier runterfällt. Der muss die ganze Zeit geradeaus fliegen. So ein Arschloch, den würde ich ausreisen lassen. Soll ich euch mal ein Flugzeug geben? Malta, würde ich da sagen. Ja, gib uns doch mal ein Flugzeug. Eure Bait. Der ist schick. Wir fliegen dir hinterher. Ich fliege. Captain Daddy on Tower, Captain Daddy. Daddy ist hier. Hier ist Flug 3 auf die Malibu. Ab geht er. Oh, Becky! Ja? Ja, das geht. Wo sind die anderen? Hinter uns. Ich will dem hinterherfliegen. Der soll vorfliegen, das Arschloch. Ruf den mal an! Ja, dann hätten wir mal vorher in den Funk gehen sollen. Ich sehe nichts, hier ist Nebel. Meinst du, der kann mit dem Steuer telefonieren? Ich ruf ihn mal an. Ruf den mal an! Du flieg mal schön, du machst das hervorragend. Ja, aber ganz wohin? Ganz ruhig bleiben. Guck mal, perfekt ist das. Oh, das, oh ja. Besser kann man das nicht machen. Oh, war das der falsche Flughafen? Hä? Wie bin ich gelandet, Becky? Ast rein, super geil. Wir sind am Airport, der soll hier hinkommen. Wir sind am falschen Flughafen. Der soll hier hinkommen jetzt. Das ich doch nicht. Hier hat's geleuchtet, der Weg, die Straße. Wir könnten auch Fangen spielen mit denen. Indem du einfach direkt wieder wegfliegst, wenn die gelandet sind. Oh, passen wir doch nicht durch. Oh, nee. Oh, shit. Oh, verdammt. Oh. Nee, du musst da gerade rausziehen wieder. Ja. Eich. Eieiei. Wenn das einer schafft, dann du. Die Scheiben sind einfach einmal eingeschlagen von dem Drecksding. Ich hab schon Angst, die Kurve zu nehmen. Aber ich würde mich schon freuen, wenn du ein bisschen dicht, wenn wir mal ein bisschen was rammen, leicht anschrammen. Probieren. Ja. So einen Baum mitzunehmen, einen kleinen Baum. Kleinen Baumstreifen. Es sind keine da. Dass die Mädels helfen können. Dass die Blätter mal ein bisschen die Schlitze von den Mädels reinigen. Mal durch den Busch fahren, Junge. Durch den Busch, jawohl. Jawohl. Ey, ich hab euch beide gleich. Hört auf damit. Ja, hier nochmal. Yo, schönes Ding. Hey! Welcome to the jungle. My heart is a jungle. Können wir mal die Hufe ins Wasser tauchen? Ganz leicht. Natürlich. Ganz leicht dippen. Theo? Hey! Hey! Oh. Wunderbar. Ah, yeah. Mann. Schöne Dusche, Mädels. Ein Tauchgang, komm für die Mädels. Einmal runter Wasser. Einmal runter. Einmal ein bisschen runter mit der Kufe. Ich bin schon feucht genug, danke. Ich sowieso. Ja! Wow. Alter. Ey! Hört ihr mich? Ich höre dich. Oh, heute ist noch wieder. Scheiß Telekom! Hey! Oh! Die sind weg! Die sind abge... Kalle? Wo seid ihr denn alle? Was ist denn jetzt los, Kalle? Hallo! Bleib hier! Ich komm zu dir... Hier bleiben! Lebt da noch einer, hallo?
Aber wenn ich der einzige Überlebende bin, ist immer schlecht. Dann landen wir erstmal. Upsala! Also, ich hab's geschafft. Oh, ein vertrautes Gesicht! Ah! Ich hab mich zu Tode erschrocken! Sag mal, tickst du noch sauber? Warum warst du mal hier? Ich hab mich zu Tode erschrocken! Warum du bist auf meiner Insel, du Arschloch? Ich hab gedacht, ich bin alleine hier, ich bin hier abgeschützt. Ich verrate, was du auf meiner Insel machst. Ich glaube, wir haben Stress. Mein Name ist Bobo, was macht du auf meiner Insel hier, hä? So, jetzt pass mal auf. Hör mir zu, was machst du immer hier? Erst einmal, warum lebt ihr alle noch? Frau! Was machst du hier auf meiner Insel? Wie? Warum lebt ihr denn? Du bist warum hier in Brasilien. Bist du so erschrocken darüber? Ganz kurz mal. Rasta, ich bin sofort da. Wir haben gerade einen Flugzeugabsturz. Können Sie uns Handschellen anlegen, bitte, ganz schnell? Warum sollst willst du denn schon wieder Handschellen? This is my fucking island hier. Ich stehe auf Fesselspielchen. So, jetzt pass mal auf. Kinders, ihr seid aus dem Flieger gedümmert. Was war passiert? Ja, was war passiert? Habt ihr es überlebt? Hallo, wir haben hier gerade ein ernsthaftes Problem. Siehst du, dass wir hier stehen, oder nicht? Was macht ihr drei auf meiner Insel hier? Pass auf, das soll mal einfach jetzt mal eine verdammte Schnauze halten jetzt, wenn ich hier mit den Frauen rede. Wir wollten Alkohol kaufen. Okay, pass auf, wo ist Hogan? Was macht er hier auf meiner Insel immer noch? Pass auf, der kann mich hier am Arsch lecken, wir gehen, komm Kinder, lass den Typen labern hier, der regt mich nur noch auf. Du bleibst hier, aber Grand Front ist Röntgen, du hältst die Hände hoch, du Arschloch. Oh, verdammte Kacke. Oh. Lüfte deine scheiß fucking Hände auf. Okay, Junge, okay. Okay. Insel, du kleiner Motherfucker. Du bist auf meiner Insel, du kleiner Motherfucker. Okay, natürlich bin ich auf deiner Insel, sorry. Du bist auf meiner Insel, du kleiner Motherfucker. Okay, kann ich kurz reden einmal? Geh mal an die Wand, du Arschloch. Okay, welche Wand wo? Geh an die Wand, du Arschloch. Welche Seite, welche? Da hinter dir. Hinter dir, du Arschloch, hinter dir. Bist du doof oder was? Ist doch das gleiche, oder nicht? Die ist doch auch so, gut. So, an die Wand jetzt, du Arschloch. Okay. Schau die Frauen aus, die Frau, hey, Frau, nimm das Kartin aus Fenster. Schatzi, was machst du denn? An die Wand, sofort. Was machst du? Nimm den Benzinkister runter, bist du bekloppt oder was? Hallo, Rotar. Rotar, Schatz. Benzin zu vergessen hier auf meiner Insel, hä? Die heißt Santa Claus. Du, ihr Ficker. Was macht die, hä? Okay, kann ich dir kurz reden mit dir? What you are doing on my island, motherfucker? Okay, ich sag dir das, wir sind ab... Hey! Was war das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh so, ist die tell me now, what are also, you doing here? Sag mal, Schatz, bist du so bescheuert? Ich hab dir gesagt, nimm den Kanister weg! Also, ich hab nicht geschossen. Pass mal auf, ich will dir was sagen, Junge. Wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt. Hier? Ja, Bruchlandung im Wasser. Wo ist das Flugzeug? Kaputt, das steht da vorne. Ich dachte, im Wasser kaputt. Ja, ich hab es noch Notlanden hier hochgehört. Die sind alle aus dem Flieger geflogen. Ich bin noch hochgeflogen, irgendwie alleine. Ich hab die gesucht. Die waren alle im Wasser verteilt. Dann bin ich hier Bruch gelandet. Dann sind die hier eingeklettert an Land. Sollen die frecken oder was? Hast du eine Genehmigung hier zu landen auf meiner Insel? Junge, bist du blöd? Ich wollte hier gar nicht landen. Ich wollte drüber fliegen. Nach Guacacapulco. Du wolltest hier drüber fliegen über meine Insel, hä? Ey, die Frau lebt wieder. Schatz, was war denn jetzt schon wieder? Du kleine Ficke. Schatz! Nie wieder will ich, dass auf meiner Insel ist, klar? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Kleine Ficke. Was ist denn jetzt los? Stopp! Auge! Moin! Wer bist du denn? Ah, hallo, Herr Zauberer! Reich, mein Name, ihr könnt es gerne nehmen. Ich bin hier gerade gelandet. Ich wohne hier. Oh, das können wir einfach nehmen. Oh, kann ich nicht bei Ihnen wohnen? Ja, aber ich wollte erstmal die... Sag mal, du bist aber auch heute wieder läufig, hä, Becky? Ich habe hier noch nichts gesehen von der Insel. Zeig mal. Wo gibt's hier über Hammer Mama? Soll ich die Insel zeigen? Ja, bitte. Okay. Einer kam schon an. Der hat richtig Theater gemacht. Uns die Waffe am Kopf gehalten. Bob Marley. Was? Echt? Ja. Und ich bin angebrannt. Wie sah der denn aus? Mit Rastalux. Okay. Wo ist... Hat der vielleicht so gesprochen? Ja, das kann... Aber ich... Oh, den hat Onkel Kalle aufgegessen. Was ist los? Hast du ein Problem oder was? Ich mache einen Abdampfer. Oh, hat nicht gereicht. Wer macht die Führung? Wer war schon mal hier? Erzählt mir, was rechts und links zu sehen ist. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Kaio. Auf der linken Seite. Jurassic Garden. Wow, was ist das für ein Turm? Auf der rechten Seite. Ein Wachturm. Schneit's hier? Das ist die gottverdammte Karibik.
Wow, weiter, das war's schon, oder was? Stopp! Da steht einer mit Pistole! Hallo? Moin! Ja, warum sagst du nichts? Ja, sorry, ich war gerade im Kopf. Was machst du hier? Wache stehen. Warum? Wie meinst du, wer soll denn hier kommen? Ja, hier sind einige Sachen auf der Insel, ne? Was denn? Drogen. Ja, aber hier kommt doch jetzt keiner um die Uhrzeit. Außer wo sind die Drogen? Alle hin. Welche? Und Waffen? Waffen sind hier nicht. Oh. Und wo sind die Drogen? Hier, Felder, voll mit Drogen. Wo? Ein bisschen weiterfahren, hier den Weg lang. Und warum schickst du uns dahin, wenn du hier bewachst und irgendwelchen Touristen sagst, fahr weiter zu den Drogenfeldern? Das ist doch nicht normal. Korrekter Dude, würde ich sagen. Ach, Theo. Ja. Du musst noch viel leer, mein Junge. Sind alles meine Drogen. Ihr könnt ruhig gerne rumfahren. Kommst du mit eine Runde? Nee, ja. Geht nicht. Warum nicht? Ich muss nicht stehen bleiben. Ja, der ist hier festgewachsen. Och nö. Weißt du, wenn keine Touristen kommen, sondern Gangs, dann muss ich die abknallen. Bullshit. Ey, beruhigen Sie sich doch mal bitte. Der bewegt sich gar nicht. Warum? Ja, warum wohl? Ein Mann wie ein Baum. Schieß mal mit deiner Pistole schnell. Der fällt in der Brandung. Warum kann er sich nicht bewegen? Hogan, was ist hier los? Bewegt mich doch. Hogan, erklär mir mal. Theo. Hä? Was ist mit dem? Guck ist das eine Fata Morgani? Oder? Ja, du bist gerade so ein bisschen. Ja. Verstehe ich nicht. Wie kann der sprechen, wenn das kein echter ist? Was soll das jetzt? Ich dreh durch im Dschungel! Ich hab Dschungelfieber! Ich hab Malaria! Komm raus aus deinem Versteck. Ich weiß, dass du. Zieh deinen Tarnumhang aus. Zieh deinen Umhang aus. Du bist nicht der Echte. Hör auf mich zu verarschen, Junge. Komm raus. Theo, wirklich. Ich bin der Echte. Wo ist er? Theo, das ist ja wirklich. Ja, der ist hier irgendwo. Wenn der doch der Echte ist. Was der Echte? Wenn er doch der. Becky. Ist der da echt und wer mit uns redet oder bilde ich mir das ein? Ja. Becky, warum bewegt er sich nicht? Der bewegt sich nicht! Theo, hau mich doch nicht. Der kann nichts! Entschuldigung. Ich raff's nicht. Ich blick's nicht. Ich versteh's nicht. Ich lasse hier freien Eintritt auf meiner Insel. Pass auf, du Arschloch. So was macht man nicht. Das hat was mit Respekt zu tun. Was macht das mit Respekt zu tun? Ich bin ein Soldat. Na, du kannst ihn doch nicht schlagen. Ich möchte. Der ist nicht echt. Ihr bildet euch das ein. Ihr habt alle Malaria. Ah, was, ey? Viel Spaß, Leute. Macht euren Scheiß rein. Da liegt er doch, der Idiot. Hey! Hey! Ist er? Die ist auf mir drauf. Hat das weh? So eine Ratte. Siehst du noch, Junge? Ich wollte mich verstecken. Warum siehst du mich? Was? Warum siehst du mich? Ich hab mich versteckt vor die Frau. Junge, meine, deine Hose schimmert aber blauer als blau, Junge. Die Blume steht. Ey, was ist denn mit der Blume hier los? Was ist denn das? Guck dir mal die Blume an. Puff! Was ist denn das für eine Blume? Guck mal! Puff. Was ist denn da? Puff! Puff! Was ist das denn? Guck, da vorne haben wir Party gefeiert. Warum seid ihr alle nackt? Warum brennt der Sonne? Theo, guck, da vorne haben wir Party gefeiert. Wow, was ist das denn da vorne? Ja, da hinten, da ist ein Beach Club. Da haben wir Party gefeiert. Let's go! Oh! Hupsala! Na! Oh, was ist passiert? Nicht dein Ernst! Was ist passiert? Ist der da unten tot? Hol ihn raus aus dem Wasser! Hol ihn raus aus dem Wasser! Ja, das ist er! Hol ihn raus aus dem Wasser! Wie geht das? Ey, wer schießt hier? Ey, da! Wer schießt denn da? Da! Oh, verdammt! Hände hoch! FKK illegal! Mein Onkel liegt hier im Wasser, dem geht's nicht! Wir haben hier einen Toten! Da liegt einer im Wasser! Kannst du uns helfen? Hallo? Da liegt ein Toter im Wasser! Hallo? Wir wollten Alkohol kaufen. Ich bin Theo von Algen. Wir wurden eingeladen von ihrem Kollegen, das Drogenfeld zu inspizieren. Kannst du Hilfe rufen? Suche danach. Seine Insel. Wieso? Kann mich am Arsch lecken, seine Insel! Weil wir gern was rauchen? Ey, was soll das? Was soll das? Hey, in die Ruhe. Wer knallt denn hier rum? Hey, in die Ruhe. Okay, hier haben wir auch. Entschuldigung. Ja, können wir den rausholen? Hol den mal raus. Gott sei Dank. Danke. Der Schien nimmt ihm die Waffe ab. Na, das geht nicht. Ich hab keine Kabelbinder. Ist das hier deine Insel? Aber wie kommst du denn hier? Bist du hier rüber geschwommen oder was? Nee. Ja, doch. Ich schwimme immer. Gehen Sie mal ein bisschen weiter weg. Wo ist hier das Drogenfeld? Zeige ich Ihnen gleich. Einmal weiter weg, bitte. Das hier. Das soll ich verstehe gar nicht, was hier los ist eigentlich. Warum taucht immer irgendwo einer auf, so ein komischer Typ? Oh, gucken Sie mal. Oh, Gott sei Dank. Halleluja. Mahlzeit. Gott sei Dank. Hallöchen. Der ist ja so gut wie neu. Bedank dich mal bitte bei dem Einheimischen. Hast du was zu essen und zu trinken für mich, Einheimischer? Ich hab nur Mut-zu-Mut-Beatmung gemacht. Mir ja, nicht. Lecker. Moin, Günther. Oh. Jo, moin. Sehr netter Typ. Ja, leck mich am Arsch, Junge, wie Holland. Ja,
Violen. Oh, oh. Oh. Hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Bitte schön. Oh. Lass ihn mal für die Inselbewohner. Das macht man hier so. Aber es ist so die ja, ja, klar. Theo. Die essen sich auch gegenseitig hier und solche Sachen und so Kacke. Ja, ja. Bitte? Ja, ja. Genießen Sie das. Sehr gut schön, gemacht, sehr Schatz. Schön. Oh, wer, oh. Kommt, wer kommt da denn? Aua. Ach du Scheiße. Oh nein. Hallöchen. Oh nein. Ich komm mal kurz mit Sie. Bei ein paar Fragen zur Grundstücksgröße. Ich habe ein bisschen Wasser in die Beine. Theo, denk daran, die Altbacken mal langsam auseinanderziehen. Ne, sonst klappt. Wo ist das Kind? Welches Kind? Was ich dir gemacht habe von 9 Monaten, Junge. Ich war nicht schwanger. Halleluja. Lasst uns feiern! Theo. Wunderbar! Aber ich will doch noch was von dir. Du tickst wohl nicht richtig, wir kennen uns gar nicht. Theo, komm schon. Ja, es ist ein wunderbarer Tag. Yeah. Die war gar nicht schwanger. Die hat keinen Braten drin gehabt. Theo hatte mal was mit mir. Stimmt doch überhaupt nicht. Mm. Theo, leugne das nicht, Theo. Wann denn, Desi? Leugne das nicht. Ja, okay, das war aber vor deiner Zeit. Theo, nein, nein. Ich hab dich sogar mit ihr erwischt, mit Norbert. Das war die nicht. Haben wir nur eine Frau über die Straße geholfen. Ich hab vorne angepackt und Norbert hinten. Ich geh mal abchecken, ob hier irgendwo ein heißer Typ ist. Du kannst aber lange suchen. Leider nicht. Ja, dann kannst du, lass ihn doch rennen. Ich alleine mit Theo. Lass ihn rennen. Theo, ich muss dir was beichten. Was denn? Wir haben doch ein Kind. Das ist doch wohl nicht richtig. Ja, hol doch mal dein Fantasiekind. Aber Peggy, du kommst doch immer näher hier gerade, ne? Und die sucht halt Nähe. Ja, weiß ich auch nicht. Oh, oh, oh. Hier scheint ein bisschen Strömung zu sein. Ich hole den einmal, okay, und danach komme ich wieder im Bikini. Ja, ja, mach mal einen Abgang. Da kommt ein heißer Macker, Schatz. Guck mal. Da ist er doch. Geh mal ran da. Wer sind Sie denn? Oh ja, der ist sie. Wer bist du denn? Mama hat Bescheid gesagt. Wie, Mama hat Bescheid gesagt? Sie hat gesagt, mein leiblicher Vater ist hier. Da drüben sitzt er, der mit der Brille. Frag den mal. Wer ist hier, Theo von Alge? Na, der dir aus dem Gesicht geschnitten ist, Junge. Papa. Tickst doch wohl nicht richtig. Was für Papa, Junge? Mach, dass du Land gewinnst. Papa. Guck, dass du wegkommst. Hast dich wohl hier verlaufen. Komm her, Papa. Ab. Komm her. Tickst doch wohl nicht sauber. Nimm den nächsten Zug. Ich wusste gar nicht, dass du so viele Kinder hast, Theo. Oh, arme Peggy. Ich kenn den gar nicht, das Kind. Sieht der aus wie von mir, oder was? Jo, Papa, lass mal nicht geil mit dir. Komm mal mit, mein Junge. Komm mal mit, mein Junge. Wir können ja mal ein Bild zusammen machen, Papa. Komm, du machst, du nimmst sofort das Handy weg. Nein, Papa, komm. Komm mit, mein Junge. Ich hab nur 2 Freunde. Ja, mein Junge, komm schnell. Siehst du das hier an meiner Hand, an meinem Finger? Ja. Zieh mal dran, an meinem Finger. Dann ziehen. Du zieh mal an meinem Finger, ja? Ja. So. So. Steck ein, jetzt hast du ein Ticket. Und zwar mit dem Hogwarts Express. Direkt ins Magic Land, ja, mein Junge? Das steht 9 Glas 3/4 drauf. So. Die Richtung, da hinten? Die Richtung, hier. Und da triffst du Harry Potter und alle seine Freunde. Das hat dein Papa für dich klar gemacht. Alles Gute. Papa, danke, Papa. Tschüss. Tschüss, mein Junge. Einfach weiterlaufen, ne? Natürlich, die warten da vorne auf dich. Immer geradeaus. Oh, ein Heli. Achtung. Ja, und ein Heli. Oh, verdammte Kacke. Jetzt geht hier noch die Action ab. Das danke, Mutter. Aber nicht. Wir müssen zum Flughafen. Komm, oh, verdammt. Wie ist denn der gelandet hier? Oh. Ein Boot, guck mal da, Schatz, aufstehen! Ja, hier sind wir doch! Da kommt ein Boot! Ja, Theo! Und los! Jo, Theo! Setz dich vorlein! Tolles Boot haben sie hier! Hey, Cowboy, du bist ja auch dabei! Ja. Ich möchte unbedingt ein Hai mal sehen! Gibt es leider nicht! Ach so, scheiß Sparta! Theo! Scheiß Sparta! Menschenskinder! Ab Vertrauen, nehmt euch fest! Ihr seid ja vollkommen irre! Theo! Fast hätten wir es geschafft! Wir waren fast oben! Das war aber ein heißes Stück. Oh mein Gott, ich steck aus! Festhalten, jetzt machen wir keinen Spaß mehr. Ich bin Robert Geis, Junge! Jetzt ist mir alles scheißegal! Komm schon, naja! Schnall dich an! Eigentlich hättest du doch ein Junge werden sollen! Ich wollte schon immer einen Jungen! Hebt euch fest, meine Kinder! Schneier! Das machst du gut! Oh mein Gott! Nee, war er nicht! Hast du toll gemacht! Auf dem Meer anlaufen. Okay, let's go! Ah! Versuch Nummer 2! Okay. Festhalten am Schnallen! Neue Runde, neues Glück! Jetzt haben wir's! Let's go! Ja! Raus! Oh.
Upsala. Oh. Nicht geklappt. Okay, let's go. Guck mal. Wir kommen hier auch nicht hoch. Doch. Oh, ja, wo denn? Als ob die Dicke es dann schafft. Ach komm. Verdammt! Das gibt's doch nicht. Was ist das denn hier für eine Kacke? Oh, ein Helikopter. Upsala. Und? Cowboy, jetzt F! Nein, 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 nicht F, nicht F! Jawohl! Nein! Bam! Oh nein! Oh nein! Upsala! Ich liebe euch alle! Okay? Was hast du denn für Probleme, Schatz? Papa flieh! Also langsam auch nicht mehr, aber. Warum hebt das nicht? Warum hebt ihr nicht? Steig aus! Raus! Was machst du da? Raus! Wunderbar, was habt ihr denn für Probleme? Becky ist natürlich nicht raus wieder. Ihr seid Bananen. Becky, wolltest du sitzen bleiben oder was? Der ist kaputt. Oh mein Gott. Oh, oh. Ach. Wunderbar. Was war das denn? Ah. Die Dicke ist rausgefallen. Wir fliegen jetzt übers Wasser. Nicht so hoch und dann springen wir alle raus. Und der Heli, gucken wir, was passiert. Ja, aber er ist bei 3, wenn ich 3 sage. Ja, dann sind wir beim Land. Ey! Was machst du denn? Warum springt die denn jetzt raus? Schatz! So überlebt man das. Guck mal, wie der Papa das macht. Nur so geht's. Du bist einfach die Nummer 1, Theo. Guck dich an. Ein Mann wie ein Baum. Ein Charakter wie ein Fels. Wunderbar. Wie kriegt jeder einen Helikopter und wir fliegen in der Luft und machen Boxauto in der Luft. Erste Heli ist okay. Da. Seid ihr bereit? Ah! Achtung! Oh mein Gott! Du Idiot! So verblödet kann doch keiner sein! Verdammte Scheiße! Es hilft nichts, geht nicht. Da hat mich einer erwischt. Das hat ja super geklappt, nein, ne? Du wärst nicht mit mir zusammengesprungen. Ich habe nur getestet. Das hast du doch nur für mich gesagt, sei ehrlich. Glaubt ihr nicht, dass ich's mache? Ich spring raus und du holst mich, Tessi. Du landest wieder unten, ja? Du hast es doch gerade schon nicht gemacht. Dann leck mich doch am Arsch. Hoch, hoch. Holt mich! Wie kann ich einsteigen? F. Geht nicht. Geht nicht. Oh Gott. Andere Seite vielleicht. Sekunde. Mein Gott. Oh mein Gott. Tiefer. Oh mein Gott, komm ein Stück tief. Sekunde. Es ist tiefer. Warte, Sekunde. Achtung, da kommt eine große Welle. Die musst du mitnehmen. Oh Gott. Wie komme ich denn rein? Ich sauf ab. Hallo? Nein, hallo? Warte eine Sekunde. Ich komme nicht rein. Es geht nicht. Ah! Hab mich nur versteckt. Ich liebe den Dreck. Ich habe die Feind. Und dann bin ich mir sicher. Wieder zu Hause zu sein. Ich bin wieder da. Noch immer ein Star. Noch immer ein L. Für kein Geld der Welt. Oh. Ich war nie wirklich weg. Ich bin immer noch Dreck. Nein, ich hab mich wirklich nicht versteckt, du heißt das, du Arschloch. Hallo? Alge.